Ich hab's. Das da. Prismatic Lacewing. Das müsste es sein. Wir sind allerdings gerade im Revenge Mode. Weil es zum Grinden einfacher war. Ich brauchte wieder neue Blutorbs für Tränke. Und dann habe ich halt den Revenge Mode angeschmissen und eine Zerg Potion reingeschmissen. Aber dann dachte ich mir, ach, geh doch mal ganz kurz nochmal gucken. Dann habe ich es gefunden. Also. Wir töten jetzt das Ding. Allerdings im Revenge Mode. Mal gucken, wie stark es da ist. Achso, Tränke. Schaden auf dem Ding sieht gut aus. Wow. Okay, deswegen heißt es wohl Empress of Light, ne? Also viel. Boah, sieht cool aus, aber. Tut weh. Sonst kriege ich immer mehr aus. Ausweichen. Ding, ding, ding. Ich habe übrigens keine Möglichkeit gefunden. Wow, wow. Ja! Keine Möglichkeit gefunden, die. Bringt das Ding endlich um. Die Elementare auszublenden. Das ging wohl früher mal, aber jetzt nicht mehr. Holla! Also diesen Boss möchte ich nicht bekämpfen, wenn man ihn eigentlich bekämpfen sollte. Also keine Ahnung, vor dem Hard Mode vielleicht noch, oder ich glaube kurz nach dem Hard Mode taucht er auf. Irgendwo da. Das wird tödlich. Absolut tödlich. So, wir sind immer noch im Revenge Mode und wir haben immer noch Zerg Potion an, ja. Das sollte ich ändern. Geht weg. Zerg Potion aus. Gut. Da, Empress of Light. Hold up to boost faster. Was genau macht das? Oh, das geht schnell nach oben, ja. Hat leider kein. Ja, das bringt keine Stats. Acceleration Multiplier 2,5. Also ist gut zum Ausweichen. Flytime ist 150. Das ist unser besser. Und den Acceleration Modifier hat unsere auch. Horizontal Speed ist wieder 9. Das ist nur 7,5. Nee, unser Zeug ist besser. Aber ich denke, das kann man halt erreichen vor dem Moonlord. Das da erst danach. Was haben wir noch? Wing Flytime 25%. Movement Speed um 10. Acceleration um 10%. Ja, wenn man ausweichen will, ist das wohl sehr gut. Wenn man denn irgendwas sehen kann zum Ausweichen. Aber auf den Punkt will ich nicht näher eingehen. Alles da rein. Sehr gut. Und ich habe auch noch was gemacht. Ich habe eine Angelquest abgeschlossen. Und dann habe ich schmerzhaft mitbekommen, dass man halt nur eine Angelquest am Tag machen kann. Was ich auch früher schon wusste, aber ich habe es verdrängt. Ah, und man braucht um die 25, um dieses Weather Radio zu bekommen. Also es hat eine Chance von 1 zu 30, dass man das Radio bekommt. Also es hätte sehr, sehr lange gedauert. Und ich muss halt immer den ganzen Tag warten in Game. Alternativ habe ich einfach immer und immer wieder den Fischboss hier hinten beschworen. Also den Aquatic Scourge. Der kann auch so eine Angler-Set-Kisten droppen. Ich weiß gar nicht, ob die hier drin sind. Nee, ist halt so eine kleine Angelkiste, wenn man die aufmacht, können da random Angelsachen drin sein. Und da habe ich auch das Fischradio drin gefunden. Das heißt, wir können jetzt Sell, nein, hier, craften. Cellphone braucht PDA, PDA braucht Fischfinder. Fischfinder, da ist er. Sehr gut. Craft. Wir haben den Brisk Fischfinder. Dann PDA. Der craftet jetzt alles, alle Funktionen dazu zusammen. Displays everything. Richtig. Craft. Und jetzt hätten wir gerne noch das Handy. Cellphone.
Go. Weg damit. Endlich. Okay, wir sehen alles. Die Sache ist nur die, ich brauche das alles nicht. Die Schadensanzeige. Vielleicht. Das kann man hier auch irgendwo toggeln, ne? Okay, ich brauche nicht. Na, die Uhrzeit vielleicht. Das Wetter brauche ich nicht. Die Mondphase brauche ich nicht. Fishing brauche ich nicht. Treasure, ja. Rare Creatures, ja. Creature selber, nein. Kill Count, nein. Damage per Second, ja. Movement Speed, nein. Position, nein. Depth, nein. Das sieht schon besser aus. Uhrzeit halt primär nur, dass ich weiß, wann es dunkel wird, weil manche Bosse enragen halt zu einer gewissen Uhrzeit. Schön. Dann, also ich habe den Moonlord noch zweimal besiegt. Ja, aber trotzdem nicht diesen Gegenstand bekommen, den ich brauche für den Zugriff von überall hin. Aber ich habe jetzt schon eine Advanced-Version gebastelt. Nicht die ultimative, sondern die Advanced. Aber ich bin jetzt, wie ihr sehen könnt. Oh, warte. Ich glaube, im ganzen grünen Bereich haben wir Zugriff auf das Teil, kann das sein? Also ja, ich kann jetzt hier immer noch Zugriff haben auf mein System. Warum habt ihr das Ding nicht getötet? Ich verstehe die Anzeige gerade nicht so wirklich. Wie scheint mir mitzugehen, der Bereich, der grüne? Oh, ich habe versucht, ein Friedhof-Biom zu triggern. Aber entweder ist es in dieser Team-Mod-Version noch nicht drin, weil es halt im Hinterher hängt zum Wandel der Terraria. Oder es zählt nicht, weil die abgebaut wurden. Eventuell müssen das natürlich entstandene Gräber sein und nicht platzierte Gräber. Das weiß ich nicht genau. Und das habe ich auch nur gemacht, weil man so mit dem Biom kommt so ein Dampf. Und wenn man in diesem Dampf craftet, dann kommt man an andere Rezepte ran. Und mit den Rezepten hätte ich, glaube ich, auch das Weather Radio machen können. Irgendwas in der Richtung. Es war nur ein fanatischer Versuch, endlich dieses Handy zu bekommen. Oh, und das hier habe ich spaßeshalber gemacht. Es gibt ja diesen Reinigungsstrahler, den ich letzte Folge rumgezeigt habe. Man kann damit nicht nur Sachen purifieren, sondern man kann auch absichtlich Biome ändern. Eins davon ist das Astralbiom. Das ist die Astral Infection, heißt das, glaube ich. Also macht es genauso wie bei diesem Einschlagsort hier. Den gab es aber auch noch die Astral Curse? Oder so ähnlich? Das ist das hier. Das sieht sehr cool aus. Und es gibt hier keine Gegner. Es gibt hier nur fluffige, tolle lila Gegner, Tiere, Critter. Nichts greift mich hier an und es sieht abgefahren cool aus. Also, ja, sehr angenehm. Wir könnten irgendwann mal eine Welt erstellen, die wir komplett hiermit ummodeln. Ich habe jetzt einfach nur mal so gemacht, dieses kleine Stückchen hier. Ich weiß nicht, ob es sich ausbreitet. Das müssen wir gucken. Aber wenn nicht, kann man es ja auch immer noch purifieren jetzt mit diesem Strahler da. Wir haben immer noch Zugriff. Echt? Ja, okay, es hat sich doch nicht mitbewegt. Das heißt, wir haben bis hier Zugriff. Also ein Drittel der Welt können wir jetzt schon drauf zugreifen. Wenn wir dann außerhalb gehen, müsste es eine Fehlermeldung geben. Aber eine Fehlermeldung, die ich nicht ganz verstanden habe. In dem Moment, ich kann es mit euch nochmal machen. So. Ayo. Genau. No pylons were close enough to the linked storage system. Linked? Wie kann man die linken? Also ich glaube, wenn unser Storage System einen Ticken weiter links wäre, oder der Pylon einen Ticken weiter rechts, dann hätten wir auch Zugriff auf den. Ja. Weil das irgendwie durch die Pylone wieder verstärkt wird. Das heißt, man müsste es theoretisch ein bisschen geschickter vorher planen, hätte ich es vorher gewusst. Aber das ist jetzt irrelevant, weil wir können uns jederzeit nach Hause teleportieren. Das Handy hochhalten. Und wir haben halt ein Drittel der Karte, wo wir es eh benutzen können.
Und ich werde weiterhin den Moonlord machen. Wir sind auch bald in der Position, hoffentlich, dass wir so stark sind, dass der Moonlord spawnt und innerhalb von 2-3 Sekunden umkippt. Das macht es dann wesentlich schneller und irgendwann komme ich dann in den Gegenstand ran, wo wir dann von überall auf das Netzwerk zugreifen können. Ja. Ja, immer schön das Angelkit wieder wegstecken, nicht aus Versehen angerüstet behalten. Weg, 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 weg. Bosse. Wir müssten eigentlich diese Profane Guardians und Providence machen. Und diesen Plaguebringer. Ich glaube, den probiere ich jetzt nochmal. Den hatten wir vor kurzem erst probiert. Das hat nicht wirklich gut geklappt. Aber gut. Beschwören. Jetzt mit dem Off-Camera killen. Klappt das vielleicht besser. Also dich. Essen. Langanhaltendes Zeug. Da. Alle Äxte, die wo gehen. Gut. Und ich würde gern in den Dschungel. Dschungel. Nicht ganz nach oben. Hier ist gut. Oh, ich habe den Revenge-Mode noch angelassen. Könnte gut sein wegen... Oh, nein. Das könnte gut sein wegen Adrenalin und dem anderen Ding da. Ich glaube fast eher nicht. Was? Steht da. Ja, und tot. Ich bin tot, ihr könnt aufhören. Dankeschön. Mann, 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 Mann. So, also Revenge-Modus ausmachen. Ich werde irgendwann alle Bosse ab einem gewissen Level, also die ganz billigen bringen nichts. Aber jetzt ab Golem und Planetara, ab da werde ich nochmal alle Bosse später im Revenge-Modus machen, wenn wir die gute Ausrüstung haben. Aber ich sehe mich nicht in der Lage, ohne größere Frustration die Bosse zu dem richtigen Zeitpunkt in diesem Modus zu machen. Das können andere gerne machen. Und, ne? Es ist auch wirklich eine Leistung, das zu schaffen. Aber für mich ist das nichts. Hatten wir nicht irgend so ein Ding, das hilft gegen die Wespe? Ich glaube, wir hatten explizit da was gecraftet. Egal, nimm erstmal irgendeinen Flügel und hol unser Zeug. Most B-Haunted Animals do 70% damage to you. Nimm mal mit, ja. Dahin. Ach, ich hasse das jedes Mal wieder, die Sachen auszurüsten. Bin jetzt fast versucht, also es geht glaube ich nicht, aber wir sind jetzt an der Phase des Spiels, wo wir genug Sachen im System haben, wo man sagen könnte, es macht eigentlich keinen Unterschied mehr, ob wir Medicore spielen oder Softcore spielen. Weil wie ihr sehen könnt, ich komme an meine Leichen jetzt hier mal wieder ran. Die Welt ist hier nicht mehr so gefährlich jetzt für mich. Die Bosse, ja, auf jeden Fall, aber die Welt selber halt nicht. Es ist halt nur jedes Mal doof, das zu machen, was ich jetzt hier gerade mache. Das rein, das rein. Dich ausrüsten, dich ausrüsten. Den dahin, falls denn mal Zeit dafür ist. Dich anschmeißen. Dich anschmeißen. Dich da rein, dich da unten rein. Gehen dann später weg. Ist irgendwas am Dings gelandet? Ja, viel zu viel. Aber nichts zu meiner aktuellen Ausrüstung. Nein.
Gut. Dann müssen wir nach Hause. Müssen dich wieder antatschen. So. Und alle Äxte. Wenn man keinen beschwören kann, sollte es kein Geräusch machen und nicht jedes Mal eine Axt dazu holen. Das ist teilweise echt verwirrend, wann was craftbar, wann neu dazukommt und wann nicht. Egal. So. Dahin. Den Modus haben wir aus. Gut. Das Ganze jetzt hoffentlich nochmal. Nur nicht ganz so schmerzhaft. Wir nehmen. Ui, was nehmen wir raus? Den mal raus und gucken. Ich mag es, Summoner zu sein, aber das hier geht langsam nicht mehr. Gegner sterben irgendwo off-camera, alles ist voll mit Anime-Waifus, für die ich eventuell einen Strike bekomme, wo ich mir das gerade so angucke. ja. Keine Ahnung, was ich ausweichen soll, alles macht komische Geräusche und funkelt. Oh, Hauptsache, das Ding ist tot. So. Du, Toxic Heart ist nur ein Pet. Das ist eine Beschwörung, aber die ist nicht gut. Die Infect Plate Armor, die brauchen wir definitiv. Summons a Humanoid Hybrid Plague Bringer, Codename Virili. Ich sehe keinen Virili. Mach mal die Äxte weg. Oh, hi Virili. Du siehst interessant aus. Meine Gang. Pet von der Rüstung, Virili, ganz viele fliegende Äxte, 5 Waifus, ein Feuerring und ein kleines Auge. Ja, gut. Das können wir hier lassen. So, die Plate Armor ist für ein Minion Damage Set. Das brauchen wir nicht mehr wirklich. Und ganz viel Tech-Kram, wo man Sachen deciphern muss vorher. Das habe ich bisher noch gar nicht gemacht, das Deciphern. 368 Summon Damage. Oh, das könnte ich basteln eventuell. Tactical Plague Engine. Guck mal. Achso, und das Favorisieren speichert er natürlich auch nicht. Das heißt, ich muss jedes Mal die Tränke neu favorisieren, damit sie nicht weggehen. Das alles weg. Lagur. Tactical Plague Engine. Kraft. 352 ist doppelt so stark, aber ich denke mal. Wie, Moment mal. Ist überhaupt Munition? Jets will fire bullets from your inventory. Oh. Bullet. Hyperius Bullet. Spawns additional bullets on enemy hits.
brauche Live Alloy. Mach mal. So. Also Virili, Bili, Bili, geh weg. Geht weg. Ah, wir sollten das Ding noch umwürfeln. Das ist beim Goblin. Wo hängt der Goblin jetzt ab? Da muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Dschungel? Nein, das war rassistisch, dass ein Goblin im Dschungel hockt. Nein, ich hab gleich alle. Ein Eis? Armer kleiner kalter Goblin. Reforge. Mana Cost ist irrelevant. 15 Damage ist okay. Das sieht gut aus. So, dann schau doch. Was zur Hölle war das? Okay. Wir haben eine neue Benchmark. Ich brauche mein Beschwörung. Dich alle Tränke an. Frischer Morgen. Hallo. Ich glaube, das Zeug, was ich brauche, oder? Geil. Noch mehr Sachen, die funkeln. Das waren gerade die ganzen Kugeln von dem Getroffenen. Was auch immer. Hier. Oh. Ich sehe nicht, was diese komischen Kanonen da machen. Die hängen alle an dem Mund von dem Moonlord. Bring ihn schnell um, bring ihn schnell um, bring ihn schnell um. Ja. Offiziell erster Kill, ohne sich ein einziges Mal von Heather heilen zu lassen. Scheint also eine Steigerung zu sein. Oh, und ist das Ding mal dabei? Nein. Das ist so ein kleiner grüner Edelstein, den ich brauche. Ja, nee, gut. Dann. Also das sorgt jetzt dafür, dass die Kugeln, wenn sie was treffen, neue Kugeln spawnen. Da steht aber nichts von wegen, ob diese Dinger hier immer treffen oder ob deren Projektile auch Reisezeit haben und dann einschlagen müssen oder sowas. Und dass die neuen Kugeln dann auch zielsuchend sind oder so. Ich denke, das sind sie nicht. Aber dafür müsstet ihr ein bisschen live beobachten. Ich schmeiß mal ganz kurz mein Herz dafür raus. Ey, Mädels. Oh, warte. So. Nee, kein Vanity-Slot. So, okay. Jetzt töte bitte Dinge. Revenge-Modus. Also es scheint nicht. Psst, ich sehe nichts. Ich glaube, sie können nicht durch Wände durchschießen. Sie können selber durch Wände durchfliegen. Das heißt, wenn jetzt ich hier stehe, dann versuchen sie zu schießen, kommen nicht durch, fliegen dann einmal hin, kommen dann hier ganz knapp raus, schießen und kommen wieder zurück. So sieht es für mich bisher aus. Müssen wir mal angucken, was es noch so für Kugeln gibt. Also ich weiß, es gibt nur die Chlorophyllkugeln. Die sind definitiv zielsuchend. Die hatte ich ja kurzfristig getestet mit meiner Shroom-Rüstung.
Bullet. Da, die machen 12. Die hier machen 25. Die Cursed Bullets konnten, glaube ich... Nee. Hatten wir nicht welche, die irgendwie die Rüstung vom Ziel reduziert? Bullet. Lumite Bullet. Light him up and knock him down. Die macht einfach nur noch mehr Schaden und hat 22% Crit Chance. Die hier hat nur 18. Decrease Target Defense. Was man machen könnte, wäre, man nimmt, keine Ahnung, 15 Kugeln ganz oben rein, die dann hoffentlich zuerst benutzt werden. Dadurch werden beim Boss dann Defense-Werte ein bisschen runtergeprügelt und danach benutzt er die guten Kugeln. Oh, die verbrauchen nur Luminite und wir können denen jetzt... Okay. Boss! Komm mal her, Boss! Ich will noch mehr Schaden an dir machen. Hi. Okay, die mögen es nicht, wenn man sich viel bewegt. Warum kriege ich da keinen... Läuft bei weitem nicht so gut wie eben gerade. Okay, ich bin schlechter ausgewichen, aber... Ah, er hat am Anfang ja auch die... Ja, er hat die Debuff-Dinger probiert und eventuell lässt sich da jetzt nicht debuffen. Das habe ich nicht gedacht. Hat inzwischen die guten Kugeln. Ja, das bringt die Kugeln angekommen. Und hat sich geheilt. Oh, das ist gut. Aber dieser Rüssel, der da rauskommt, der kann den halt heilen. Num. Au. Au. Der Rüssel, der rauskommt, kann ihn heilen. Aber normalerweise kommen so eine kleinen Blubbelblasen, die dann langsam das Ding hochwandern bis zu ihm. Und die sterben meistens, bevor sie ankommen und ihn heilen können. Das war jetzt nicht so toll. Also ich weiß noch nicht ganz, was ich von denen halten soll. Ich fand das mit den Äxten schon ziemlich gut. Du kannst weg. Anziehen, anziehen, anziehen. Ich fand es mit den Äxten schon ziemlich gut. Und die waren wenigstens immer dran und haben keine Projektile, die sie schießen müssen. Ja, behalte ich mal im Auge. Wir hatten eben gerade euch auch weggenommen, ne? Daran könnte es auch gelegen haben. Na gut, das nehmen wir alles wieder mit. Mit. Ich mache das ganze Sortieren wieder ohne euch. In der Zwischenzeit zur nächsten Folge weiß ich noch nicht, was ich mache. Einfach nur ein bisschen rumdümpeln. Es macht ganz viel Spaß, einfach nur hier durch die Gegend zu laufen und Dinge zu töten. Oder alte Bosse zu grinden, um irgendwelche seltenen Sachen zu bekommen. Auch wenn ich nicht mehr weiß, was jetzt noch so ansteht, aber das kann ich auch im Wiki nachschauen. Wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen... Gehen wir, glaube ich, die hier an. Wir brauchen die Profane Guardians, um Providence zu bekommen. Und wenn wir Providence haben, können wir den Typen im Dungeon machen. Ja. Exomechs. Ist nicht mehr so super viel hier unten, muss ich gestehen. Also wir nähern uns dem Ende. Aber ich denke, gerade die letzten Bosse werden auch super schwer. Weil irgendwann kann ich das halt nicht mehr so machen, dass ich einfach mit besserem Gear die Bosse mache. Weil es kein besseres Gear am Ende gibt. Ah, na gut. Bis gleich.